Hallo bei Chillocopter. Gestern haben wir diesem ZMR 250 mit einem neuen Flight Controller und Betaflight den ersten Flug gegönnt und mit den Default-Einstellungen von Betaflight ist er schon sehr stabil geflogen. Nun waren die Rates zum Rollen und zum Flippen noch erheblich zu langsam, also ist klar, einmal in den Betaflight-Konfigurator und die Rates höher drehen. Und nun kann man die höher drehen und dann wieder rausgehen und probieren. Und so, hier sind wir in Betaflight 3.1.7 und auf diesem Setup-Startbildschirm sieht man immer schon den Kopter und kann auch schon prüfen, ob die Ausrichtung vom Gyro richtig ist, vorne, vorne, ob der Gyro arbeitet, ob es aussieht, dass er kalibriert ist. An dieser Stelle kann man ihn auch kalibrieren. Das ist alles schon passiert. Nun habe ich in den PIDs noch etwas entdeckt, das ich halt in der Vergangenheit völlig übersehen habe. Und zwar hier unten den Preview. Und der reagiert auf die Fernsteuerung und zeigt an, wie der Kopter mit den aktuellen Einstellungen ungefähr nachher reagieren wird. Genau, das ist ungefähr die Fliprate, die ich da gestern erlebt habe. Und ja, das ungefähr ist auch die Rollrate. Und das ist schon erheblich langsamer, als ich das mag, weil man da viel zu viel Platz braucht. Und jetzt können wir hier oben mal den Wert einfach für Roll und für Pitch, für Yaw. Ja, das ist eigentlich schnell genug. Aber für Roll und Pitch drehe ich den mal von 1 auf 2. Und jetzt kann man sich hier schon das Ergebnis anschauen. Ja, lässt sich immer noch steuern. Aber wenn ich einen Flip mache, ja, hat sich nichts geändert, aber er flippt jetzt schnell. Sehr schön, das wollten wir jetzt speichern. Dann mal raus aufs Feld. So, dann wollen wir mal die neuen Betaflight-Rates testen. Ein bisschen auf Höhe für den Flip. Sehr schön, der war ja flott. Genau so. With love.
Lips line.